Ja, wo geht's denn jetzt als erstes hin? Oh, hier darf ich nicht durch. Das Monster würde dich nur in Stücke reißen. Das wollen wir ja nicht. Nee, das wollen wir lieber nicht, ey. Hey, ich möchte hier zu ungeahnten Höhen. Deswegen will ich dich besiegen. Wow. Olympia. Ah, sie möchte den Olymp besteigen, Olympia. Das ist schlecht. Ah, ich will aber nicht so doof austauschen. Ich möchte mit Illezeber kämpfen. Gut, der muss Schuppet jetzt irgendwas machen. Es hätte ja auch eine normale Attacke kommen können. Aber nö. Dann das, was ich sowieso machen wollte jetzt. Schockwelle. Also ich muss schon sagen, Illezeber ist doch jetzt besser dabei, oder? Wow, vor allem Crit hier noch. Doch, Illezeber macht's nicht. Absolut. Ja, und wenn jetzt nur Flug-Pokémon kommen, dann bleibe ich auch munter weiter drin. Oh. Ja gut, das war jetzt ein bisschen viel. Nochmal ein Crit, schade. Ich vertraue einfach darauf, dass kein Hokusuki kommt. Na, das könnte nicht reichen, das könnte nicht reichen. Ja! Ich habe einfach drauf gehofft, es kommt kein Ruckzucki. Sehr gut. Man muss doch mal auf seinen Instinkt hören, ne? So, jetzt machen wir das folgendermaßen. Wir bleiben weiterhin drin. Und benutzen einen Trank. Das wird ja jetzt nicht so krasse Moves auspacken, oder? Der Twister, also wow. Das war nichts. Shockwave! Ist jetzt auch nicht so ein bisschen gemein, hier in dieser Schneelandschaft drei Flugpuppen in den Kampf zu schicken? Das dürfte denen nicht so behagen. Naja, musst du wissen. Ja, das war doch ein toller Kampf. Hahaha. Wann entwickelt sich denn eigentlich Illezeber? Pass auf, genau jetzt. Das wäre es gewesen. Weil es ist nicht mit dem Donnerstein, oder? Nee. Nicht, dass ich hier was übersehe, was dumm ist. Ja, ja, werfe. Mein Gott. Oh! Nicht wieder kämpfen, ey. Mount Ignis. Ah, der heilt mich nur. Oh. Ich will aber noch gar nicht. Ich will noch nicht. Noch ein Item. Also das sieht mir sowas von danach aus, als dass ich da als nächstes hin muss. Deswegen werde ich erstmal gucken, was hier rechts ist. Gerade nicht. Oder kann ich hier noch gar nicht hin? Ich muss definitiv nach da oben. Also wird es hier erstmal. Ach guck mal, hier müsste man Stärke benutzen. Ja, hier können wir noch gar nichts machen. Ich kann jetzt so ein bisschen rumlaufen. Aha! Immerhin Starflügel gefunden. Das ist ja mal. Ja, hier gefällt es mir eigentlich auch relativ gut. Von der Atmosphäre nur, wie gesagt, da ist erstmal nichts zu tun. Na dann. Oh, schön durchgekommen. Dann. Perfekt. Da ist die Mucke auch wieder, beziehungsweise die Atmosphäre. Wow, hier gibt es sogar Pokémon. Ja. Das ist das Tauboga des Trainers gerade eben. Ist ein bisschen runtergefallen vom Level und hat sich gedacht, nee, der war so scheiße, ich büx aus. Der Trainer hat mich einfach in so einer Eislandschaft rausgelassen. Nein, da will ich nicht mehr mitmachen. Oh Mann, Zatu. Das ist doch wieder so scheiße für mein Boots. Warum denn? Nee. Ach ja, Schnabel. Achso, es war ein Volltreffer. Das ist dann halbwegs verständlich noch.
Ich habe deine Zukunft gesehen, Zarte, und sie sieht alles andere als berauschend aus. Ein kleines Gewitter zieht auf. Ich denke, so kann man das nennen, oder? Die Schockwelle als kleines Mini-Gewitter. War trotzdem relativ knapp, muss man sagen. Nun ja. Oh, hoffentlich muss ich nicht oben wieder gegen so einen Boss kämpfen. Das war letztes Mal schon so anstrengend. Und ich bin immer noch in derselben Session. Boldore. Ja, da. Ich will wieder gucken, wie gut der Rock Smash ist. Da sind noch mal Herzchen beim Austauschen. Herzchen schreibt man übrigens Herz und dann J-E-N, ne? Nicht irgendwie Herzchen, nein, das heißt Herzchen. Herzchen. Was wollen sie denn? Es war doch bei dem einen Kiesling genauso, dass es erstmal Eisenabwehr gedrückt hat, zweimal abgedrückt. Das hat der Trainer befohlen und nicht, dass das Pokémon das gedrückt hätte, aber ich tue es einfach mal so, als ob jeder im Spiel wäre und die Attacken so auswählt. Du warst ja schon mal eine Nullnummer. Geh mir aus den Augen. Wir sind die neuen Ältesten. Ja, ja. Oh, Gallia! Das ist verrückt! Wer sind die? Die haben mich einfach angegriffen. Aber den Typen konnte ich besiegen. Wir sollten in den Tempel gehen. Oh ja. So, ach so. Wollte schon sagen. Ja, ich muss aber den trotzdem noch besiegen hier. Also müsste ich nicht. Ich könnte doch auch rumlatschen. Der scheint seine Arbeit nicht ernst zu nehmen, wenn er so rumsteht. Ey. Nochmal, Janma. Da probiere ich mein Glück mal. Der Sonic Boom war richtig schlecht. Oh ja. Oh. Ich mach schon wieder den Ruf nach. Oh, da fällt mir auf, ich kann gar nicht mehr die süße, hohe Stimme für Skoppeln machen, denn es hat sich entwickelt. Jetzt muss ich andere Pokémon finden, die süß sind, wo ich eine hohe Stimme machen kann. Schade. Wobei das ja echt Overkill war in der vorherigen Session, oder wie oft ich da die Stimme benutzt hatte. Das ist ein langer Weg zum Fall, ja. Der Boss darf nicht informiert werden. Also er hat seinen Boss enttäuscht, ja. Ah, ich vergesse es. Vergessen. Ja, Palim Palim wäre ja auch was Lustiges. Habe ich mir auch so überlegt. Ich wäre mal richtig ungewöhnlich im Team zu haben. Palim Palim. Hatte ich sogar, glaube ich, mal bei einem Privatspielstand von Pokémon Rubin oder Smaragd. Eins von beiden. Goldbit. Das hat den Ruf so ziemlich eingefangen gerade von mir. Muss irgendwie meinen Verlust kompensieren, dass ich nicht mehr die Stimme vor ins Doppel machen kann. Der will was mit, sag schon, Regirock machen. Beziehungsweise die ganze Gang, ey. Da passt meine Nase nicht rein, wahrscheinlich. In den Augen von denen, deswegen zeigen sie mir symbolisch das Nasgnet. Oh Moment, ich bin schon auf 25 hier. Ja gut, jetzt ist aber, jetzt muss ich drin bleiben, weil das auch nochmal ein Start-Pokémon ist. Ping, ping! Das klingt auch so ein bisschen wie Klingplim, ne, was wir gerade gesehen hatten. In etwa. Ja. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich gleich wieder gegen so einen Obermacker kämpfen muss. Die Modernität ist böse. Ah, nochmal jemand. Ey, da ist der Tempel zum Reingehen. Ich lass dich nicht in den Tempel. Das heißt schon wieder mein Panpyro vorne. Ich muss nochmal auswechseln, aber nö, ich will die alle abschnitzeln. Oh, scheiße. Graveler. Ach, was soll's. Einfach rein da. Oh, oh nein. Ja gut, aber wie gesagt, bin ich schon vom Level so weit hoch hier.
Da ist das jetzt nicht so schlimm, wenn andere dran dürfen. Na, wobei, die anderen sind auch schon so auf 24, 25, so weit oben war ich jetzt auch nicht. Das sollte genügen. Ja. Es ist immer noch so lustig, dass Rock Smash ja wortwörtlich bedeutet, dass ich die alle kaputt haue. Ah, da hätte ich jetzt Maracamba benutzen können. Aber nein, komm. Das hier tut's genauso gut fast. Oh. Vielleicht auch nicht. Dann brauche ich wahrscheinlich drei Schläge. Maracamba wäre das nicht passiert. Ja. Was soll's? Oh. Stimmt, das ist ja effektiv. Aber es war nur eine Aquaknarre. Bin ich nochmal geheilt irgendwie oder muss ich das Leben übernehmen? Weil doch gleich garantiert irgendwas passieren wird. Madame, ich habe mein Versprechen für Enoch, wie auch immer, gebrochen. Ich traue mich einfach. Was ist das für eine komische... Wow, das war ein toller Tempel. Der sieht aber nicht so aus wie der gerade eben. Das sah ein bisschen anders aus. Nee, der will nicht, dass hier so ein Kind einfach in unser Geschäft rumschnüffelt. Nein, da muss ich was machen. Wow, was ist das denn für ein Boden? Nicht, dass der noch einstürzt. Obwohl, vielleicht sollte der gerade bei dir einstürzen, dann muss ich keinen Kampf machen. Oh, ich habe gar nicht gewusst, dass Pixie gerade vorne ist, jetzt wo Pampyro weg ist. Oh. Lass uns einfach dumme Attacken wegspulen. Nein. Das ist Schädelwurm, das ist auch blöd. Ich habe nicht so das Metronomglück, was ich gerne hätte. Mein Gott. Was ist denn jetzt los? Mein Pixie ist kaputt. Wow, jetzt wollte es Absorber kopieren, was es die ganze Zeit vom Gegner gesehen hat. Und holt sich auch noch ein paar KP zurück, die es während seiner Dummheit verlor. Oder ihrer Dummheit. Oh. Das ist, glaube ich, Cognodon. Ich will sehen, was das hier reißt. Einfach so. Einfach so schauen. Der Ausgleich, dass es vorhin nicht ran durfte, quasi. Jetzt kann ich sowieso nicht mehr austauschen. Das reißt auch gar nichts, das Cognodon. Jo, ey, Maracamba. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist das zweite Pokémon, das ich so gefunden habe. In irgendeinem Versteck. Und auch das scheint ja gar nicht so übel zu sein. Oh. Ein dumme Fossi. Oh, hier sind viele, viele Leute. Die Mutter der Omelettes. Was habe ich jetzt gelesen? Also, da wird schon irgendwie sowas gewesen sein, Omelette. Und nochmal Noctu. Noctu, sehr oft vertreten in dieser Session. Wird das etwa das Macholo bzw. Machoke, dieses Hex? Wow. Wir machen einen Flug. Ah, ich komme sofort wieder runter. Wir machen hier einen Flugbattle. Das war schon etwas besser als gerade eben. Kannst du das Niveau halten oder so? Ich meine, leider machst du jetzt nichts so. Das war voll in Ordnung. Das war ein bisschen sehr schöne Animation, muss ich sagen. Das hat mir gefallen. Jetzt kommen wir doch langsam wieder auf den richtigen Weg, Tinkerbell. Freut mich. Die Schwierigkeiten scheinen überwunden. Nochmal ein Volltreffer hinterher, der nicht nötig war. Yeah! Soll ich dir die neue süße Stimme geben? Möchtest du dir Ersatz sein fürs Doppel? Weil da macht es nicht so viel Spaß.